Also grundsätzlich sind es die gleichen Potenziale und Gefahren, die bei der Bildgenerierung oder bei jeder generierenden KI passieren, außer bei Musik, da vielleicht nicht so schlimm, da hast du aber mehr so Copyright-Probleme, weil Sachen regeneriert werden, die ja nun irgendwann mal in den Datensammlung eingeflossen sind. Aber bei bildgenerierenden AIs, naja, da hast du auch die Bias-Frage, ne? Mal mir die schönste Frau der Welt, den schönsten Mann der Welt. Es ist natürlich klar, dass die relativ stereotyp dann auch aussehen, meistens weiß und so weiter. Und die lassen sich auch nur begrenzt eine Einflussnahme machen, obwohl man jetzt schon sieht, dass ja immer werden ja mal 4 Bilder generiert, dass dann so ein bisschen mehr Diversität versucht wird, im Algorithmus einzubauen. Ich finde, es ist zum Beispiel Midjourney oder Stable Diffusion sind tolle Werkzeuge, um grundsätzlich zu verstehen, was kann eine KI, was kann sie nicht, weil man relativ schnell sieht, wo sind die Grenzen davon. Zum Beispiel, wenn man sowas schreibt, Mozart ist ein Big Mac. Dann gibt er einem Schwachsinnsbilder raus, weil Big Mac und Mozart nie in einem Bild zusammen aufgetaucht sind und die Größenverhältnisse nicht kennen. Er weiß nicht, wie Menschen zur damaligen Zeit gegessen haben, weil die auf den ganzen Gemälden immer den Mund zu haben, weil die Zähne so verfault waren. Das ist wirklich so. Also es gibt so eine ganze Reihe von Gründen, wo man sieht, ah, okay, da sind die Grenzen. Dafür braucht man jetzt ein Bewusstsein und Verständnis von Welt. Das kann die bildgenerierende KI nicht machen. Aber in der internen Kommunikation super. Also ich verwende das auch manchmal zur Bebilderung von Vorträgen. Da kann man ein bisschen basteln, ein bisschen spielen. Manchmal kriegt man witzige Ideen oder Pointen auch raus. Ich kann das empfehlen. Wenn man da bewusste, reflektierten Einsatz mit verwendet, sollte man das tun.